Hallo! Willkommen zurück zu Guild Wars 2 Lebendige Welt, Staffel 1, Episode 4. Mit einer kleinen Änderung. Die ist nicht so gravierend, die ist auch nicht schlimm, Leute. Ich will ja immer so ein bisschen auf die Änderungen aufmerksam machen, damit da nicht irgendwie die Leute spontan dann denken, was? Ne? Ich weiß aber so, Guild Wars 2 ist durchaus schon so ein bisschen der Content, der auf meinem Kanal ein bisschen besser läuft als alles andere. Also, ne? Wegen kurzer Informationen. Ich habe ja immer über Blizzard dann das Radialmenü benutzt, weil ich dann so gedacht habe, so, jo, finde ich jetzt geil. Da gibt es jetzt ein Mount-Radialmenü, deswegen packe ich das alles jetzt in Blizzard rein, weil das dann ein bisschen praktischer ist, ein Tool zu haben für alles. Ist ganz praktisch. Das Problem ist, dass ich jetzt bei der Aufnahme gemerkt habe, wo ich nochmal hier vorhin gerade eine Testaufnahme gemacht habe, da habe ich gemerkt, dass die Elemente merkwürdigerweise in der Aufnahme verschoben sind. Und nicht mittig sind. Und das liegt, glaube ich, an der Auflösung, die ich benutze. Kann sich, also fixt sich auch nicht dadurch, dass ich dann das UI ein bisschen skaliere. Dadurch fixt sich das auch nicht. Es lässt sich nicht fixen, außer wahrscheinlich ich nehme eine andere Auflösung, aber das ist komplett unsinnig. Das heißt, Blizzard, zumindest in den Aufnahmen, werde ich dann erstmal so nicht benutzen. Und dafür, beziehungsweise Blizzard, werde ich so, also quasi in den Aufnahmen, also da werde ich vielleicht dann ab und zu durchaus schon benutzen, vor allen Dingen, wenn ich dann eben so die Marker benutzen möchte. Nur ihr werdet es dann nicht sehen, weil ich das dann ausblende. Weil das ein bisschen komisch aussieht, wenn dann die ganzen Elemente so verschoben sind und ich dann quasi auf Sachen raufklicke, die bei mir an der Position sind, wo ich raufklicke, aber im Video dann irgendwie da nichts sind. Und das wirkt halt so merkwürdig. Deswegen habe ich das jetzt so entschieden. Dafür kommt ein altes, bekanntes Tool, wie ich das zurück hier. Manche kennen es vielleicht. Es ist das hier, das Radialmenü. Es wird auch immer noch unterstützt, immer noch supportet, es wird sogar noch erweitert. Es hat sogar noch ein paar mehr Features als das Mount-Radial-Menü von Blizzard, weil das irgendwie wahrscheinlich doch nicht mehr weiterentwickelt wird. Nämlich zum Beispiel die Skiff-Sache, die ja jetzt mittlerweile auch Hotkey zuweisen kann. Deswegen macht dieses Skiff-Ding jetzt auch Sinn. Und da ist schon ein Update in der Pipeline, welches dann dieses Skiff-Ding, was ich einfach in diesem Mount-Radial-Menü total unsinnig finde, verschiebt in dieses Menü hier. Durch das um einiges sinnvoller dann platziert ist und hier wieder ein bisschen mehr Platz ist. Das ist ganz schön. Das sind so die kurzen knappen Änderungen. Wir gehen jetzt aber in die Distanz rein, würde ich sagen. Kommandeur! Die Wachsamen konnten von Pakt einen Kopter ausleihen und Truppen in den Turm der Albträume abtrünnigen, genau, Albträume zu bringen. Wir brechen auf, sobald ihr bereit seid. Ja, es kann losgehen. Übrigens, sie haben jetzt auch mit so einem kleinen Zusatzpatch haben sie den Ladescreen von den Kessex-Hügeln zurückgesetzt auf das alte Bild im Ladescreen, was früher mal da war. Ist ganz cool. Macht nur meines Erachtens nicht so viel Sinn. Zwar, okay, präsentiert man damit noch ein bisschen hier, der Turm ist wieder da und so, ne? Das Problem ist nur, dass der Turm in der richtigen Welt, in der Open World, ja eigentlich gar nicht mehr da ist. Und wenn man dann auf dem... Ich glaube, dass es so ist, wenn man dann die Story fertig hat und dann wieder hier auf die Map raufkommt, dass man immer noch diesen alten Ladescreen hat. Das sorgt für Verwirrung. Also ich hätte dann doch lieber den alten gelassen. Das ist ein bisschen komisch. Wir gehen aber in die Distanz rein. Und... Oh, das ist... Was ist denn das jetzt? Es ist ein... Aha. Okay, hier haben wir wieder dieses typische... Also hier geht es dann langsam los mit dem typischen, was wir dann auch so in der lebendigen Welt früher immer hatten, wo man diese ganzen Events und Dinge dann immer mit anderen Leuten spielen muss und da jetzt nicht so diese Instanz-Sachen hatte. Jetzt geht es nämlich langsam los mit den Dingern. Hoffen wir mal, dass wir einen finden, ansonsten spielen wir das Ding alleine. Das wird aber wahrscheinlich auch funktionieren, oder? Empfohlene Spieleranzahl 20 bis 25. Okay, vielleicht doch nicht alleine. Das heißt übrigens auch, dass wir, wenn wir irgendwelche Gesprächsfetzen haben oder so etwas, dass wir die eventuell nicht vorlesen, sondern eher skippe,
Damit wir hier die Leute auch nicht aufhalten, mit denen wir dann zusammenspielen, ne? Das ist dann so das. Wir da einfach mal rein. Öffentlich heißt ja, dass wenn einfach irgendwie was Öffentliches beitritt oder wenn nichts da ist, dann einfach was aufmacht automatisch und dann können die anderen beitreten. Ja, da geht's dann auch schon los, ne? Was müssen wir hier machen? Probentaktischen Sprung. Achso, als der Turm geöffnet wurde, zog die Abtei aus, um Marjorie's Gegengift zu, zum Herz zu bringen. Inzwischen steht fest, dass die versagt haben. Wir möchten euch darum bitten, den Turm zu betreten, um das Gegengift zu retten, um unsere Mission in Abschluss zu bringen. Was sind wir schon? Hä? Ah ne, das ist der Eingang, ne? Das ist der Eingang hier. Nicht, dass wir da irgendwie mitten drin sind. Ich würde mal gucken, ob das... Aber sicher, okay. Sporen bringen... Aber ich weiß nur nicht, wo ich denn sonst noch alles, also was ich denn sonst noch alles hier machen kann. Diese Einheit ist überall im Turm stationiert, um bei der Erkundung behilflich zu sein. Zugriff auf andere Golems wird entsprechend eure Fortschritte im Turm freigeschaltet. Achso, bitte Turm. Dann kommen wir da rein, okay. Halten wir mal hier kurz das hier rein. Lust zu töten steigt. Wir heilen wie ein Wesen. Ah, cool, das war fail. Auf sie! Müssen wir wahrscheinlich diesen Bossgegner da besiegen, ne? Zu töten steigt. Bleib standhaft. Macht das hier? Gegengiftspray. Verwendet dieses, um euch zu heilen. Achso, damit kann man. Achso, wenn ich jetzt hier toxische Halluzinationen habe. Whatever. Dann kann ich damit mich davon quasi rein. Praktisch, warum hat man das nicht in der offenen Welt? Manchmal nervt das auch wirklich, wenn man dann in der offenen Welt ist und dann... Achso, man kann die Dinger sammeln. Oh. Okay. Ja, wie gesagt, lange nicht mehr gespielt. Meine lebendige Welt Staffel 1 war schon länger her. Und ein bisschen anders. Aufgebaut. Da muss man sich jetzt wieder reinfinden. Ich fühle mich stark. Ihr hattet nie eine Chance. Und ich das nicht? Wir heilen auf sie! Natürlich jetzt mir mein Tiergefährte hier draußen. Jo, das macht aber auch Schaden, ne? Das Vieh hier. Weit über alle Erwartungen. Achso, ja gut. Dann kämpfe ich mal gegen den Boss, wenn ich mich hier, wenn die schon so weit sind. Wir heilen wie ein Wesen. Gegengiftspray, okay. Ja. Gift. Zu stark. Fühlt sich gut an. Hä? Ein Drei und dahin. Eine wirbelnde Höhe. Macht euch zur Opfer. Alles klar. Wir heilen wie ein Wesen. Ich hab Fail gedrückt. Nein, ich hab Gegengift genommen. Wahrscheinlich kann man da das Gegengift aufladen, oder? Ach nee, das lese ich einfach selber auf. Ich hatte schon, ich wäre irgendwie clever, aber bin ich nicht.
hier echt nur durchrushen? Das ist ja maximal lame. Tatsächlich. Wir heilen wie ein Wesen. Meine Front kümmert sich um euch. Hey, ich habe wieder einen Reitschlüssel bekommen, krass. Ah, und jetzt, was denn jetzt hier? Moral der toxischen Allianz. Achso, wir müssen die toxische Allianz hier töten. Spawnt halt immer mal wieder so ein bisschen nach, ne? Aber da so viele Leute hier sind, ich das teilweise gar nicht mit. Ja, ich mache hier einfach nur. Ich gehe einfach nur mal mit und weiter und hab nicht gesehen. Weil ich hier einfach. Man kann nie komplett so viele Schätze haben. Ich weiß, wo es. Achso, müssen wir da hoch? Müssen wir da rüber? Da durch? Müssen wir lang? Folge den Spielern. Ich fühle mich stark. Die wissen, wo es lang geht. So macht man das. Ja, ich bin bereit, los geht's. Albtraumturm ist auch so ein bisschen, ich glaube, da gibt es auch Fatal. Der, glaube ich, in so einen toxischen Bereich spielt. Ich weiß nicht, ob das genau der Turm ist. Aber ich wahrscheinlich schon. Ja, come on. Dementsprechend. Es lockt die Pein. Das wollte ich nicht. Ich muss die Tasten nochmal umbenennen. Ich habe umbelegen. Ich habe das irgendwie jetzt nochmal ein bisschen geändert, aber irgendwie ist das kacke. Muss ich dann nochmal machen, wenn ich Zeit dafür habe. Natürlich hier drin nicht. Ein munteres Flüsschen. Danke, das war sehr hilfreich. Das genügt. Mein kleiner Freund vom Pakt. Ihr konntet einfach nicht wegbleiben, was? Ihr seid neugierig. Ich rieche es. Ich rieche es, okay. Thermale Freisetzung abgeschlossen. Und war da im Turm, ne? Das Gebiet ist mit Spinnen verseucht. Bleibt ihren Nestern fern und hütet euch von der. Ja, die Spieler sagen, einfach durchlaufen, dann laufen wir einfach durch.
bin mir aber nicht so sicher, ob das so geil ein ist. Uralter Berg. Ich. Ah, nein, ich. Erfrischend. Was ist denn das jetzt? Das ist aber natürlich auch für die Neueinsteiger, ne? Also für Neueinsteiger so, die dann, ne, die Leute, die dann auf Steam dann das entdecken oder einfach sagen, hey, ich spiele das jetzt einfach mal, lad mir das Spiel von der Webseite runter und so. Ist das natürlich komplett der falsche Content, ne? Weil die Leute, die das dann spielen und teilweise schon kennen, die rushen das einfach durch. Und die Neueinsteiger, die kapieren überhaupt gar nicht, was hier los ist. Ja? Und das ist natürlich genau der falsche Weg. Dementsprechend. Ne, und auf Zurückgelassene wird auch keine Rücksicht genommen. Okay, da kommt einer zurück. Ist halt einfach ärgerlich, ne? Also ich meine, ja, cool, finde ich schon. Also ich an sich natürlich hier mit. Achso, ups, wir haben das hier schon gemacht. Ich finde das natürlich als jemand, der das schon mal gespielt hat und schon lange nicht mehr gespielt hat, weil, ne, weil ja Content daraus gepatcht wurde. Natürlich ganz cool. Und dass er es nochmal erleben kann. Aber für Neuansteiger, wie gesagt, ne? Diejenigen, die ja auf Steam sind und so. Das ist halt der falsche Content für die. Das verwirrt die halt nur. Bei Guild Wars 2 ist es auch nicht das Spiel, wo man sagt so, hey, damit fange ich jetzt mein erstes MMO an, weil das ist halt so einsteigerfreundlich. Nee, das ist halt auch nicht einsteigerfreundlich, Guild Wars 2. Das ist halt einfach, gibt sehr viele Funktionen und Komponenten, die du hier in Guild Wars 2 so wie du sie in Guild Wars 2 hast, nicht in anderen MMOs hast. Und das sorgt halt einfach dafür, dass, fuck, Leute, dass ich die ganze Zeit hier immer wieder down gehe. Jetzt bin ich mal down, okay. Ah, holy shit, ey. Natürlich die Leute, die rushen hier einfach nur durch und beachten einen einfach gar nicht. Ein bisschen nervig. Ach so, und die Wegmarke ist dann auch. Ja, sicherlich. Ja, mach die mal da alle tot, dann kann ich nämlich hier. Kann ich hier so eine Wiederbelebungskugel nehmen, weil ich habe keinen Bock, da jetzt zu laufen. Oder werde ich wiederbelebt? Tatsächlich werde ich wiederbelebt. Oh, geil. Ja, das ist natürlich cool. Aber, ja, ich hätte sonst einfach die Kugel genommen, weil, oh, the fuck, also. Einfach nur hart unnötig. Es sind zumindest nette Leute, die hier rumtingeln, die beiden da. Mich wieder beleben. Mag ich. Erfrischend. Gepanzert. Wem ist jetzt nur, wohin müssen wir gehen? Ich glaube hier lang, ne? Teilen. Nach oben? Wohin? Ja, das ist halt die Frage, ne? Jetzt, wo wir die anderen Spieler verloren haben, keine Ahnung, wo es lang geht. Und die anderen, die rennen einfach durch, weil die es halt sofort wissen. Das ist halt genau das, was ich halt meine. Als Anfänger bist du hier halt aber verloren. Geht's hier fucking nochmal lang? Ich kapier's nicht. Ach ja, richtig. Stimmt, es gibt ja diesen Teleporter, Heini, ne? Ob der einen dann auch richtig hin teleportiert? Keine Ahnung.
einfach mal hier den Weg gehen, weil wir verpassen hier voll die ganzen coolen Sachen bestimmt, die passieren so. Ei. Ah, wir haben sie gefunden. Wundervoll. Hier rein? Ich habe keine Ahnung. Sieht gut aus. Der Weg ist einfach unglaublich hart lang. Bis ich dann da mal ankomme, ist doch Logan schon längst besiegt. Was soll denn das? Ja, noch einen Hit drauf machen. Ihr wisst nicht, wer euch da erwartet. Was euch erwartet. Ich sehe es. Interessant. Hey, hier drüben. Interessant. Rastock. Okay, ich hab's irgendwie geschafft. Dann doch noch den Anschluss zu bekommen. Aber fragt mich nicht wie und fragt mich nicht, wo ich gerade bin. Und wenn das schon jemandem passiert, der schon längere Zeit geht vor zwei Spielen, also wirklich lange, seit Anfang an von Release. Ja, dann ist das schon echt Ding. Wo ich sagen muss, das ist aber das, ja. Das ist halt genau der Punkt, ne? Weswegen dann Leute auch teilweise dann sagen, Guild Wars 2 ist nicht mein MMO, ist zu schwer oder so, weil du fängst halt einfach, das ist auch der Punkt, du fängst halt einfach als Anfänger jetzt auf Steam, deswegen gibt es dann auch teilweise negative Rezensionen und die ganzen Veteranen von Guild Wars 2, die haben dann einfach diese, auf Steam den Review-Wert einfach hochgepusht. Einfach nur, weil sie es nicht abkonnten, dass das Spiel so schlecht geredet wird. Aber im Grunde genommen ist es ja so, dass die ganzen Reviews auf Steam ja nicht an sich Guild Wars 2 schlecht reden, weil das Spiel einfach nur kacke ist, sondern einfach, weil das Spiel nicht unbedingt so einsteigerfreundlich ist, wie dann immer viele sagen. Ist es nämlich halt eben wirklich nicht. Denn es gibt halt sehr viele. Du kommst rein, hast vielleicht ein Tutorial, so ein kleines Tutorial, wo dann irgendwie gesagt wird, so, jo. Mit WASD bewegst du dich hier und da und hast das. Dann machst du kurz einen Gegner da irgendwie, besiegst ihn dann kurz, einen kleinen Bossgegner, der auch super easy zum Besiegen ist. Ne? Und dann, wenn du das gemacht hast, dann kommst du in die offene Welt und dann sagt dir das Spiel so, ja, jetzt mach mal, ne? Und du denkst nur so, ja, was soll ich denn machen? Ja, das sage ich dir jetzt nicht. Und das ist schon der erste Punkt, wo dann Spieler sagen so, ja, toll. Ich bin jetzt ein bisschen überfordert, weil ich weiß jetzt nicht, was ich alles machen kann, weil mir das Spiel nicht mal ansatzweise erklärt, was denn zumindest mal so als Beispiel machbar ist. Du musst das alles einfach selber herausfinden. So, wir müssen hier die Gegner wieder töten. Ich rede mich hier wieder in so ein Thema rein und bemerke wieder nichts, was hier so, was ja Sache ist. Ich bin gestorben, ich meine, gegenseitig. Lust zu töten steigt. Hier irgendwie hoch? Bin ich hier runtergefallen? Oh nein, jetzt bin ich runtergefallen. Jetzt. Warum gebt ihr nicht einfach auf? Ja, ich glaube, das mache ich jetzt auch, weil ich komme hier nicht hoch, außer ich muss dann wieder ganz weit. Das verstehe ich auch nicht, wieso man, wenn man runterfällt, ganz weit laufen muss. Also, please. Macht sowas nicht. Bitte belebt mich nicht wieder, ja? Ich hoffe, dass der Teleporter einen da hoch teleportiert in Stock 3. Huch!
Den Turm der Albträume abgeschlossen. WTF? Okay, ich habe jetzt scheinbar einen Geschichtsstrang abgeschlossen. Man kann nie zu viele Schätze haben. Ach so. Okay. Ah, ich kann jetzt hier in das Inneren des Turms hinein. Aber will ich das bitte in den Innersten des Turms? Ja, gut. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Weil ich ja scheinbar genug Sporen gesammelt habe, um das hier zu aktivieren. Ich bin komplett verwirrt, aber wir machen das jetzt einfach mal. In der nächsten Folge. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.